Partyfit ist ja auch ein Teil des Bereichs Suchtprävention, der Suchthilfe. Und Jackit ist eigentlich so das Urprodukt, sagen wir mal so, oder die Ureinrichtung, mit der alles begonnen hat. Die Sabine hat auch schon sehr viel vorweggenommen. Also auch bei uns, bei Jackit, bei der Arbeit im illegalen Bereich geht sehr viel um Arbeit auf Augenhöhe. Vielleicht dazu noch einmal irgendwie das Pädagogisieren auf den Events. Ja, das wird so nicht funktionieren. Es ist klar, wenn man mit Infos von oben herabkommt und irgendwie da jetzt was promoten will, was jetzt vielleicht gar nicht in die Lebenswelt gerade reinpasst. Deswegen ist auch dieser Ansatz, die Kommunikation auf einer Augenhöhe, ja, sich nicht als Experte jetzt über alle anderen heben, sondern da wirklich versuchen, die Leute da zu erreichen, wo sie feiern. Eben bei uns ist das überall Thema und eben dementsprechend auch die Gespräche zu gestalten und auf die Leute dementsprechend einzugehen. Und da wirkt es oder ist es sehr wohl sinnvoll, dass man da auf Partys geht und ich sage mal, die Party crasht und die nicht zum Einsturz bringt, würde ich jetzt einmal sagen, sondern eigentlich eine Party genau durch diese Maßnahmen auch reicher machen kann, würde ich jetzt einmal behaupten. Also das können wir vielleicht dann noch diskutieren. Gut, mein Thema heute sind eben Partydrogen, neue Partydrogen. Und so die Trends allgemein aus der letzten Zeit oder aus den letzten Jahren. Ich möchte kurz Jackit noch ein bisschen genauer vorstellen. Ich weiß nicht genau, wer von Jackit schon was gehört hat. Ich nehme an, ein großer Teil von Ihnen. Ich möchte trotzdem nicht ganz kurz ein paar Eckpunkte über unser Projekt sagen, was dann natürlich dann dazu führt, dass Sie auch wissen, wo wir unser Wissen herbekommen, wo wir unsere Daten sammeln oder warum wir auch dieses Wissen haben, das ich Ihnen da heute präsentieren werde. Dann geht es zum Kernthema. Sie sehen, ich habe da ein paar Unterpunkte eingefügt. Ja, dazu später mehr. Und wenn wir noch dazu kommen, möchte ich auch irgendwie vom Konsumenten ein bisschen weggehen und eher auf die Seite der neuen Drogenmärkte kommen. Also ich glaube, das ist auch was, was man nicht außer Acht lassen darf in diesen Entwicklungen. Genau. Ganz kurz, Jackit ist ein wissenschaftliches Projekt, eben eine Kooperation zwischen der Suchthilfe Wien und dem Wiener AKH. Dieser wissenschaftliche Status ermöglicht uns eben mit illegalen psychoaktiven Substanzen zu hantieren und dementsprechend Substanzproben zu analysieren. Deswegen gibt es diese wissenschaftliche Kooperation, hat natürlich einen Mehrwert. Einerseits, wir haben Daten, die wir den Konsumenten zur Verfügung stellen können. Und andererseits gibt es natürlich Daten, die für jeden einsehbar sind über die Entwicklung der Märkte. Was ist eigentlich am Schwarzmarkt vorhanden? Welche Substanzen tauchen da auf? Gibt es da gefährliche Sachen, die gerade kursieren? Also das heißt, wir können da eine Reihe an Informationen weitergeben. Grundsätzlich geht es bei uns eben auch, wie ich schon gesagt habe, nicht um den Zeigefinger, dass wir grundsätzlich sagen, Drogenkonsum wäre von vornherein eine schlechte Sache. Aber wie wir schon gehört haben, könnte das ja eine durchaus positive Funktion in der Entwicklung haben. Und wie wir auch schon gehört haben, gibt es da so eine gesellschaftlich gezogene Grenze zwischen legal und illegal. Was grundsätzlich nichts über die Gefährlichkeit einer Substanz aussagt, sondern ganz im Gegenteil eher ein gesellschaftlich konstruiertes Leitbild ist im Grunde. Ja. Und wir arbeiten eben auch so, dass wir grundsätzlich keinen Unterschied zwischen legalen und illegalen Drogen machen. Das heißt, bei uns ist genauso Alkoholthema wie Cannabis, wie Kokain, Speed, Ecstasy, also alles Mögliche, was so im Party-Setting Thema sein kann. Uns ist da eben ganz wichtig, eben nicht zu werten. Ja. Also das liegt dem ja eh schon zugrunde, dass wir da alles gleich bewerten im Grunde. Natürlich gibt es unterschiedliche Substanzen, die unterschiedliche Risikopotenziale haben, aber genau um das geht es in der Arbeit von uns. Ja. Wir wollen die Leute dazu ermächtigen, sagen wir mal so, also ein großer Begriff, oder den Leuten einfach Informationen zur Verfügung stellen und die Möglichkeit, mit jemandem, der auch Expertenwissen hat im Grunde, ja, da Diskussionen zu führen, wo dann sehr viel passieren kann, in Bezug auf eigene Haltung, auf vielleicht Ausbesserung von gewissen Mythen, die zu gewissen Substanzen vorhanden sind. Ja. Also klassischer Mythos wäre ja, von Cannabis kann man eh nicht abhängig werden. Also das ist eh ganz normal, dass man das konsumiert. Also dass wir auch mit diesen Mythen arbeiten im Grunde.
Und in unserer ganzen Arbeit geht es um Vermeidung von problematischen Konsummustern und Verhinderung von Gesundheitsschäden somit, ja, die durch den Konsum von psychoaktiven Substanzen entstehen könnten. Durch unsere Arbeit ist es natürlich jetzt nicht möglich, jegliches Risiko des Substanzkonsums auszuschließen oder wegzubringen. Ja, da kann sich jemand noch so gut auskennen mit einer gewissen Substanz, nehmen wir den Alkohol her, ja, auch wenn jemand weiß, wie viel das er verträgt und wo so seine Grenzen sind. Alkohol ist deswegen trotzdem nicht gesund und mit einem gewissen Risiko verbunden. Und genau das Gleiche gilt für alle anderen Substanzen. Nur muss man sich halt jede Substanz einzeln anschauen, um da eine Risikoeinschätzung oder eigentlich das Risiko für mich selbst als Konsument einschätzen zu können. Da ist auch ganz wichtig, dass man genau diese Risikoeinschätzungen, die auch so in Medien kursieren, nicht verallgemeinern kann. Ja. Also ich möchte ein Beispiel sagen, dass zum Beispiel jemand, der von vornherein schon eine sehr hyperaktive Persönlichkeit ist zum Beispiel, ja, der wird jetzt zum Beispiel mit Stimulantienkonsum relativ wenig anfangen können. Ja. Für den wird vielleicht eine riskantere Substanz oder eine gefährlichere Substanz in Bezug auf mögliche Suchtentwicklung vielleicht eher was sein, was beruhigend ist, also was man sonst noch nicht so hat. Ja. Das heißt, für denjenigen wird vielleicht Cannabis die gefährlichere Substanz sein, als es zum Beispiel Speed. Ja. Also das heißt, grundsätzlich muss man sich das bei jedem gemeinsam oder mit jedem gemeinsam anschauen, wo da so die Tücken liegen, wie schaut der Konsum aus, was könnte mir persönlich da passieren. Gut, wie ich schon gesagt habe, es geht um Jugendliche und junge Erwachsene. Das ist unsere Kernzielgruppe und da ist schon auch unser Ansatz, dass eben gerade in diesem Alter, wie wir auch schon sehr schön gesehen haben bei einem Vortrag davor, dass eben genau diese Pubertätszeit, wo sehr viel an Entwicklung passiert und wo sich sowieso sehr viel tut, auch eine relativ riskante Zeit ist, also wo man Sachen ausprobiert und Erfahrungen sammelt und da ist uns eben wichtig, die Leute genau durch diese Zeit zu begleiten und das so sicher, auf so einer sicheren Seite wie möglich. Und natürlich schließen wir jetzt niemanden aus als Zielgruppe, zu uns kommen genauso Leute, die Mitte 50 sind und sich über irgendwelche Substanzen informieren wollen. Ja, also das heißt Kernzielgruppe, aber grundsätzlich kann jeder zu uns kommen. Das habe ich grundsätzlich eh schon gesagt. Also ganz ein wichtiges Thema bei uns ist eben diese Förderung von einem risikobewussten Verhalten. Also dass die Konsumentinnen oder die Partygänger wissen, was sie selber tun, wo ihre Grenzen sind. Das kann man eben dadurch erreichen, dass man einerseits sich gut über eine Substanz informiert, auch weiß, wo seine Grenzen sind. Aber gerade im illegalen Bereich gibt es dann noch einen dritten Faktor, der da sehr wesentlich ist. Und das ist, dass ich einfach wissen muss, welche Substanz konsumiere ich da tatsächlich. Und da kommt bei uns eben diese Drogenanalyse, das Drug-Checking ins Spiel. Das heißt ja, illegale Substanzen grundsätzlich Schwarzmarktgebiet. Ja, das heißt, Schwarzmarkt, da ist nichts geregelt, da gibt es keine Spielregeln und grundsätzlich wird da alles Mögliche verkauft und es muss nicht das sein, was es sein sollte. Ja. Im harmlosesten Fall wäre es einfach ein weißes Pulver, das ich kaufe als Kokain und im besten Fall wäre es noch Mehl, würde ich einmal sagen. Ja. Aber es gibt wesentlich andere oder ganz andere Substanzen oder Substanzmischungen, die, wenn ich die fälschlicherweise konsumiere, natürlich ein sehr hohes Risiko für mich selber in sich bergen und gerade auch ein Risiko im Hinblick darauf, dass ich diese Wirkung vielleicht gar nicht erwarte und dann eigentlich in so eine kritische Rauschsituation komme, mit der ich schwer zurechtkomme oder wo ich auch Hilfe brauche. Gut, habe ich eigentlich auch schon erwähnt. Gut, ich möchte dann gleich weiterkommen zum Hauptthema. Also die Trends und Entwicklungen der letzten Zeit und grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Sie sowas wie das jetzt im Kopf haben. Also das heißt, da gibt es, aus den Medien weiß man das ja, 7 Milliarden neue Substanzen circa, ja, also übertrieben natürlich, also hunderte neue Substanzen. Es kommt immer wieder eine neue Todesdroge daher, die gefährlichste Droge wurde gerade wieder beschlagnahmt und die neue Todesdroge bedroht unsere Jugend und so weiter. Also diese Schlagzeilen kennt man ja zur Genüge. Ich möchte nicht sagen, dass nicht neue Substanzen auftauchen,
Aber grundsätzlich möchte ich mit Ihnen gemeinsam schauen, was so das medial gezeichnete Bild am Drogenmarkt ist und was die Realität ist oder was man wirklich am Drogenmarkt kauft, was man auch konsumiert und was da gerade so Thema ist. Ich möchte bei den neuen psychoaktiven Substanzen bleiben, weil das ja so das Thema der letzten Jahre war. Ich glaube, viele von Ihnen haben es schon gehört. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Also neue psychoaktive Substanzen sind eigentlich das, was man früher grundsätzlich Designerdrogen genannt hat. Also Substanzen, die im Chemielabor entwickelt werden und die eine spezifische Wirkung versprechen. Es gibt da Ersatzprodukte für Ecstasy, es gibt Ersatzprodukte für amphetaminartige Substanzen, Ersatzprodukte für cannabisartige Substanzen. Und im Grunde in jedem Bereich ist da was dabei. Grundsätzlich werden neue psychoaktive Substanzen auch oft Research Chemicals genannt. Der Begriff kommt daher, dass sie eben sehr unerforscht sind. Es gibt relativ wenig dazu und im Grunde den Ursprung hatte das Ganze wirklich in einer kleinen Szene, also in einer Psychonautenszene. Psychonauten sind Menschen, die eigentlich sehr interessiert sind am Selbsttest von psychoaktiven Substanzen, die sich sehr gut mit diesen Substanzen auskennen und im Grunde Drogentests am eigenen Körper machen, sagen wir mal so. Aus diesem Kreis kommt diese Entwicklung auch, die ist schon relativ lang da, nur ist in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr populär geworden und eigentlich in den Mainstream geschwappt. Also es ist jetzt im Grunde kein neues Phänomen, aber es ist halt breiter geworden. Genau, also der große Minuspunkt bei diesen neuen psychoaktiven Substanzen ist natürlich, dass der Konsum allein dadurch, dass man so viele Fragezeichen da hat. Ja, man weiß nichts über den Wirkmechanismus, über die Toxizität, über mögliche Langzeitfolgen, über mögliche Abhängigkeitsentwicklung, auch wie behandelt man dann so eine Abhängigkeit, ja, also was wäre da angebracht. Also aufgrund von diesen vielen Fragezeichen geht man grundsätzlich schon ein höheres Risiko ein, wenn man derartige Substanzen konsumiert. Das heißt jetzt nicht von vornherein, dass die grundsätzlich gefährlicher werden, nur man weiß es einfach nicht. Ja. Also das heißt, der Konsument geht in dem Sinn schon ein erhöhtes Risiko ein, weil er eigentlich einen Selbsttest macht. Ja, wie Sie sich auch alle wissen, die meisten neue psychoaktiven Substanzen sind in Österreich seit Jänner 2012 in einem neuen Gesetz geregelt, dem neuen psychoaktiven Substanzengesetz. Das ist das erste Gesetz in Österreich, wo ganze Substanzklassen im Grunde kontrolliert werden. Verboten in dem Sinn sind sie ja nicht, ja. Es ist nur die Produktion und der Vertrieb im Grunde, also das Ganze, was auf Verkäuferseite passiert oder Produktionsseite, das ist verboten. Konsumenten werden durch dieses Gesetz nicht abgestraft. Dann noch einmal kurzer Überblick im Vergleich zu den klassischen Substanzen, die wir kennen, klassisch unter Anführungszeichen, als klassisch würde ich bezeichnen Cannabis, Kokain, Speed, Ecstasy, Opiate, Dissoziativa vielleicht noch am Rande. Aber im Grunde gibt es auch genau die gleiche Einteilung auch bei den Research Chemicals. Also hier ist es geordnet nach chemischen Klassen. Also vielleicht kennt irgendjemand die Bücher von Shulgin, ein bekannter Drogenforscher, ein Amerikaner, der auch sehr viele Substanzen an Selbsttests getestet hat. Wird auch Godfather of Ecstasy genannt, also das heißt, der hat Ecstasy auch populär gemacht im Grunde. Da gibt es zwei Bücher von ihm, das eine behandelt die Phenethylamine und das andere die Tryptamine und Sie sehen da ganz gut, Shulgin hat schon zwei so 1000 Seiten Schmöker zu jeder Substanzklasse oder zu jeder chemischen Klasse veröffentlicht, aber da ist noch lange nicht Schluss, sagen wir mal so. Ja. Also das heißt, da wird es auch ständig was weitergeben und es wird da eine Entwicklung passieren. Grundsätzlich, das schaut noch sehr unübersichtlich aus, viel übersichtlicher schaut es dann so aus, wenn man das Ganze in Wirkungsarten ordnet. Grundsätzlich bin ich davon übergegangen, ich habe viele so Research Chemical Vorträge gehalten, wo viel chemisches Wissen drin war und viele, viele Substanzen und im Grunde wusste ich nicht immer, ob das irgendwie zur Klärung von dem Thema beigetragen hat oder ganz im Gegenteil. Und deswegen möchte ich gerade an Leute, die in der Praxis arbeiten, im Drogenbereich, in der Drogenberatung arbeiten, möchte ich einfach darauf hinweisen,
dass es nicht immer wichtig ist, über jede einzelne Substanz Bescheid zu wissen und ganz genau zu wissen, was ist das und wo kommt es her und was macht das genau, sondern man kann ganz einfach auch einmal den Konsumenten, die Klienten fragen, warum konsumierst du das, was gefällt dir dran, was ist die Motivation dahinter, und da kann man auch viel über die Wirkung erfahren, über die Wirkungsart. Und mit dieser Wirkungsart kann man ja schon ganz gut arbeiten, weil sie nicht viel anders ist als bei den klassischen Substanzen, die man eh kennt. Also das heißt, da sollte nicht gleich eine Überforderung auftreten, wenn man jetzt irgendwas Neues hört und im Grunde keine Ahnung hat, von was der Klient gerade spricht, sondern da kann man sehr gern nachfragen, und ich glaube, da sind viele bereit, da auch großzügig Auskunft zu geben. Grundsätzlich gibt es ja auch unterschiedliche Vermarktungsformen. Research Chemicals, das wäre das Bild ganz oben, also klassischer Verkauf als Forschungschemikalie. Da ist ein Sackerl mit einem Pulver drin, mit einer chemischen Struktur aufgedruckt, immer mit dem Hinweis, nicht für den menschlichen Konsum geeignet. Vermeintlich als Absicherung, dass man da nicht verklagt werden kann von irgendjemandem, der vielleicht dann Schäden dadurch erleidet. Aber im Grunde weiß jeder gut informierte Konsument Bescheid, dass diese Substanzen genau dafür produziert wurden und keinerlei Forschungschemikalien sind tatsächlich. Die zweite Vermarktungsform wäre eben in Form von Legal Highs. Legal Highs unter Anführungszeichen, ja, das kommt eher auf Gesetzeslage in unterschiedlichen Ländern an, aber das wäre jetzt ein Überbegriff. Das sind im Grunde so Fertigprodukte, die man kaufen kann. Ja. Das sind auch die Research Chemicals von oben drin, nur in netter Verpackung, vielleicht auch in Pillenform gepresst oder in Kapseln eingefüllt zum Beispiel. Ja. Und Sie sehen da, dass da grundsätzlich so eine Harmlosigkeit auch vermittelt wird durch die nette Verpackung. In dem Fall Speedy Power wird auch eigentlich verkauft offiziell als Pflanzendünger. Also schaut irgendwie nicht nach Pflanzendünger für meinen Geschmack aus. Und Sie sehen da auch, dieses etwas kleiner gedruckte wäre so die Anleitung, die auch dabei steht beim Kauf. Also das heißt, da ist alles drin an Informationen eigentlich, wie man das konsumieren sollte, um die optimale Wirkung zu erzielen und auch Überdosierungen zu vermeiden. Der dritte große Bereich wären die Räuchermischungen, also das heißt der klassische Cannabisersatz. Die Kräuter, die da drin sind, sind in den meisten Fällen vollkommen egal, die sind nur Trägersubstanz, und auf diese Kräuter werden eben synthetische Cannabinoid-Lösungen aufgetragen. Aber im Grunde komprimiert sich alles wieder auf Research Chemicals, alles ist recht unerforscht, alles ist recht risikoreich für den Konsumenten, weil eben diese riesen Fragezeichen bestehen. Gut, wie schaut es jetzt aus mit diesen Research Chemicals? Kennt man aus den Medien? Und tatsächlich schaut es so aus, dass so in den letzten Jahren in Europa sehr, sehr, sehr viele neue psychoaktive Substanzen aufgetaucht sind. Sie sehen da, es hat einen extremen Boost gegeben, also ab 2009 hat es so angefangen. 2009 waren es noch so um die 32, 33 neue Substanzen pro Jahr, die irgendwo beschlagnahmt wurden, wo irgendjemand ins Krankenhaus eingeliefert wurde, der das konsumiert hat. Also das sind alle Substanzen, die ans Early Warning System in Lissabon, also an diese EU-Drogenbeobachtungsstelle, weitergemeldet wurden. Und man kann ja ganz gut sehen, also das war auch die Zeit, wo Mephedron populär geworden ist. Also ich glaube nach wie vor das Research Chemical mit der höchsten Popularität, und was auch den Research Chemicals dazu verholfen hat, vom Underground, also von dieser Psychonautenszene, in den Mainstream zu gelangen. Unter reger Beteiligung der Medien natürlich, ja, also gefundenes Fressen für Medien, im Grunde eine neue Substanz taucht auf, viele, viele konsumieren es und man weiß nichts drüber. Also grundsätzlich haben auch da die Medien wesentlich dazu beigetragen, dass diese Substanzen jetzt so populär sind. Und man kann ja ganz gut sehen, 2014 hat sich dieser Neufund pro Jahr an neuen psychoaktiven Substanzen eigentlich vervielfacht. Im letzten Jahr, 2014, wurden 101 neue psychoaktive Substanzen, die davor noch nicht in dieser Datenbank als neue psychoaktive Substanzen gespeichert waren, gefunden. Und man sieht da unterschiedliche Bereiche, schön farblich gekennzeichnet, also es tut sich in allen möglichen Drogenbereichen was, ja, ob das jetzt ist bei den Opioiden, bei den die Grünen sind die synthetischen Cannabinoide, also die Cannabis-Ersatzprodukte.
Die roten, das wären jetzt synthetischen Katinone, also das heißt, das ist diese Gruppe, diese chemische Gruppe, wo auch Mephetron dazugehört. Und man kann davon ausgehen, dass das auch genau diese Wirkungsbereiche sind, die da so populär vertreten sind, wo es auch einen gewissen Bedarf am Markt gibt, nach dieser Wirkung, ja, nach einer Ecstasy-ähnlichen, Speed-ähnlichen, Cannabis-ähnlichen Wirkung. Deswegen auch die Popularität und es wird da immer wieder was Neues gefunden, um eben den Markt zu befriedigen. Gut, jetzt gibt es diese ganzen neuen psychoaktiven Substanzen und die Medien versprechen uns ja, dass da jetzt haufenweise Leute herumrennen, die diese Substanzen konsumieren. Und da möchte ich jetzt einmal genauer hinschauen, ob das tatsächlich so ist. Diese Befragung ist schon ein bisschen älter, die ist aus dem Jahr 2011, das ist das Eurobarometer. Das macht die Europäische Kommission zu unterschiedlichsten Themen und eben in allen möglichen EU-Ländern. Und in dem Fall haben sie eben gefragt, ob die Leute, eben die jungen Leute zwischen 15 und 24 schon einmal in ihrem Leben ein Research Chemical probiert haben. Ja, also die genaue Formulierung war im Grunde eine Substanz, die legal ist und die die Wirkung von einer verbotenen Substanz imitieren soll, ob sie so eine Substanz schon einmal probiert haben. Und da sieht man da, in Österreich waren 3,7% von den befragten Jugendlichen in der Altersspanne haben schon jemals so eine Substanz probiert. Man muss dazu sagen, 2011 war auch schon so mitten im Mephedron-Hype im Grunde. Also es war schon ein recht bekanntes Phänomen. Ich habe das Ganze jetzt noch einmal aus 2014, aus dem letzten Jahr. Da sieht man, dass die Prävalenz leicht gestiegen ist. Also 7% von den Befragten haben schon einmal irgendeine dieser Substanzen konsumiert. Aber man sieht auch ganz gut das gelbe Kastel daneben, das wesentlich kleiner ist. Das ist die Anzahl der Leute oder die Anzahl, Prozentanzahl der Leute, die es im letzten Jahr konsumiert haben. Ja. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass irgendwie der Zenit von dieser ganzen Research-Chemical-Bewegung oder der Popularität mittlerweile eigentlich überschritten ist und eigentlich auch wieder zurückgeht. Ich werde auch noch weiter erzählen, warum. Davor möchte ich aber noch eine Grafik zeigen, die das auch noch einmal bestätigt oder untermauert. Der Global Drug Survey aus dem Jahr 2014 ist die weltweit größte unabhängige Studie zum Thema Partydrogen. Natürlich darf man die Ergebnisse jetzt nicht für eine Allgemeinbevölkerung umlegen, ja, sondern da werden explizit Partyleute, also Leute, die auf Partys gehen und die Substanzen konsumieren, befragt, welche Substanzen sie konsumieren. Also das heißt, hat nichts mit der allgemeinen Bevölkerung zu tun. Aber auch da kann man gut sehen, Alkohol, wie wir heute auch schon gehört haben, auf Partys Thema Nummer 1, an zweiter Stelle Tabak, dritte Stelle Cannabis, dann kommen einmal die Energy Drinks, dann kommt MDMA, Schrägstrich Ecstasy, Shisha-Tabak, Kokain, elektronische Zigaretten, Amphetamine, dann Mushrooms, LSD und so weiter. Und da ganz oben als viertletztes kommt ein Produkt, das heißt Mystery White Powders, ist natürlich kein Produkt, sondern es ist die Zusammenfassungskategorie für Research Chemicals, also grundsätzlich weiße Pulver, wo man eigentlich nicht so genau weiß, was das ist. Ja. Und man sieht da ganz gut, dass auch von diesem, ich sage mal, drogenkonsum-affinen Publikum, das da befragt wurde, auch nur ein relativ geringer Prozentsatz diese Substanzen jemals ausprobiert hat. Was sehen wir da bei Jackit in unserer Drogen- oder Substanzanalyse? Da zeigt sich ein ähnliches Bild. Die erste Zeile, die wir da angeführt haben, also beinhaltet NPS erwartet, also wo man auch erwartet, das ist ein NPS und das war tatsächlich eins von dieser Kategorie. Und NPS unerwartet wäre, wenn neue psychoaktive Substanzen als Streckmittel oder Ersatzprodukte für illegale Substanzen verkauft werden. Also das heißt im Grunde, wenn ich Kokain kaufen möchte, aber statt Kokain irgendein Research Chemical verkauft kriege. Man sieht da ganz gut, dass im Grunde die Prozentzahl von den als Research Chemical Proben abgegebenen Substanzen kontinuierlich gesunken ist. Also im letzten Jahr waren es 0,85%, das sieht man da jetzt leider nicht mehr.
Also 0,85% von all unseren analysierten Proben wurden als Research Chemical gebracht und abgegeben zur Analyse. Also sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Und auf der anderen Seite die NPS als Strecksubstanzen in anderen Substanzen, in klassischen Substanzen, haben da mal kurz einen Aufschwung genommen. Also das war so 2010, wo das sehr populär wurde mit den Research Chemicals, wo natürlich auch das, ich sage mal, der illegale Drogenmarkt auch draufgekommen ist. Na, eigentlich kann ich mir recht günstig im Internet irgendwelche Pulver bestellen, die auch eine Wirkung haben, und da verschneide ich meine klassischen Drogen und verkaufe es meinen Stammkunden auf die Art und Weise. Also da sieht man, dass da beim Einsatz als Streckmittel ein leichter Anstieg bemerkbar war, aber auch da gibt es seit 2011 wieder ein Sinken. Also das heißt, Research Chemicals kommen weder als gewollt konsumierte Substanzen noch als Streckmittel so wahnsinnig häufig vor. Vorkommen tun sie, ja, keine Frage, die gibt es, man kann sie kaufen, aber es ist jetzt nicht das Phänomen, wo jetzt spezielle Panik ausbrechen müsste. Ich möchte da eben drei Substanzgruppen herausnehmen, die schon ein bisschen eine größere Rolle spielen innerhalb von diesen Barkonsumenten. Das sind eben einerseits die synthetischen Cannabinoide, die eben ein Cannabis-Ersatz sein sollen. Grundsätzlich die Wirkung von Cannabis kennt, glaube ich, jeder. Also es wirkt beruhigend, euphorisierend und so weiter, also eher auf die entspannende Seite. Darf ich vielleicht kurz die Prävalenzzahlen dazwischen europäisch gesehen? 16% der erwachsenen Europäer haben schon einmal einen Joint probiert, also doch recht viele. In Wien zum Beispiel bei der Suchtmittelstudie 2013 waren es 24% der über 15-Jährigen, die einmal in ihrem Leben schon Cannabis probiert haben. Das sagt natürlich nichts über den aktuellen Konsum aus, aber übers Ausprobieren. Wenn wir da zu den synthetischen Cannabinoiden gehen oder Cannabinoid-Mimetika, also das sind zwei unterschiedliche chemische Klassen. Die eine sind wirklich mit THC, also dem Cannabis-Wirkstoff, verwandt, und die Cannabinoid-Mimetika sind eigentlich eine ganz andere chemische Klasse, aber können im Grunde das Gleiche wie das richtige Cannabis. Also die mimen den Effekt von Cannabis, kann man sagen. Kennen Sie wahrscheinlich alle auch aus den Medien, also soweit ich das mitbekommen habe, hat sie auch erst in Oberösterreich irgendwie größere, im Sommer glaube ich, eine Berichterstattung gegeben mit Räuchermischungen im Zusammenhang mit Notfällen oder Krankenhausaufenthalten. Man sieht da, die Backel, die da verkauft werden, sind eben diese Räuchermischungen, die sind immer ganz nett gestaltet und auch da irgendwie so ein bisschen der harmlose Touch, ja, das kann jeder kaufen und da kann nicht viel passieren so in die Richtung. Grundsätzlich ist das Wirkspektrum recht analog zu dem von Cannabis. Da möchte ich kurz was überspringen und daher gehen. Grundsätzlich recht ähnlich dem Wirkspektrum von Cannabis. Allerdings weiß man da mittlerweile auch, dass wesentlich häufiger negative Nebenwirkungen bei synthetischen Cannabinoiden oder Räuchermischungen auftreten, als das bei Cannabis der Fall ist. Ja. Also grundsätzlich gibt es hunderte unterschiedliche Cannabinoide und jedes einzelne, auch wenn da chemisch nur ganz ein bisschen was verändert ist, kann im Körper im Grunde ganz was anderes auslösen. Ja. Also nicht nur von der Wirkung her, sondern auch diese chemische Struktur wird im Körper abgebaut zu anderen Substanzen. Man weiß nicht, ob die in der Niere abgebaut werden und vielleicht dafür irgendwie nierenschädigend wirken können. Es gibt teilweise auch so Zellstudien, wo einzelne synthetische Cannabinoide zum Beispiel zellschädigend gewirkt haben, wo man darauf schließen kann, dass da eben die Erbinformation verändert werden kann. Ja. Also das heißt, das ist ganz, ganz unterschiedlich bei den einzelnen synthetischen Cannabinoiden. Da es hunderte gibt, kann man jetzt nichts Allgemeines sagen. Aber ein Punkt ist auf jeden Fall da, dass eben grundsätzlich die Nebenwirkungen häufiger sein dürften als beim Cannabis. Was sicher auch gerade auf psychischer Ebene oder auf psychischen Notfällen oder irgendwie Auslösen von Paranoia zum Beispiel, ja, was bei Cannabiskonsum ja auch vorkommen kann, aber bei synthetischen Cannabinoiden zum Beispiel wesentlich häufiger vorkommt, könnte damit zusammenhängen, dass eben bei Cannabis im Normalfall, also wenn es jetzt nicht eine ganz, ganz wilde Züchtung ist, wo das THC hochgezüchtet wird, was gleichzeitig heißt, alle anderen Pflanzeninhaltsstoffe werden
nach unten gezüchtet, ja, was passieren kann. Aber wenn es ein natürlich belassenes Cannabis ist, dann haben diese anderen Substanzen im Cannabis, neben dem THC drinnen sind, haben die auch so eine antipsychotische Wirkung. Also das heißt, naturbelassenes Cannabis hat da irgendwie intern so eine leichte Ausgleichsfunktion, um eben genauso psychotische Symptome zum Beispiel zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Ja. Also da gibt es Forschungen dazu. Und man kann eben davon ausgehen, dass bei synthetischen Cannabinoiden, die jetzt grundsätzlich ein chemischer Stoff sind, also da hat man im Prinzip das Gleiche, wie wenn man jetzt THC extrahieren würde aus der Cannabispflanze, nur dieses THC, dieses reine THC konsumieren würde, wäre das Risiko natürlich auch viel höher. Und ähnlich kann man das bei den synthetischen Cannabinoiden auch sagen, dass das eben sehr hochpotente Substanzen sind, die sehr, sehr starke Wirkung haben, teilweise eine relativ lange Wirkung und eben mit Sachen wie Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Schwindelgefühlen, Übelkeit, Erbrechen, Herzrasen, und es gibt sogar ein paar Fälle, die auch von Koma berichten. Also dass Leute wirklich nach dem Konsum von synthetischen Cannabinoiden ins Koma gefallen sind. Also das heißt, es gibt da auch eine breite Spanne an unterschiedlichen negativen Effekten. Die zweite große Gruppe wären eben die Katinone, die ich da gesagt habe, die auch noch eine Rolle spielen bei den Research Chemicals. Das möchte ich aber mehr oder weniger überspringen. Ich habe schon gesagt, das bekannteste, warum das so populär wurde, war Mephedron, das das Ganze in den öffentlichen Diskurs getragen hat. Mephedron kommt mittlerweile nicht mehr so häufig am Markt vor. Dafür gibt es andere Katinon-Derivate, die das Ganze ersetzt haben, die haben eine andere chemische Struktur. Da sind zwei populäre, die wir auch hin und wieder bei uns als Strecksubstanzen oder auch gewünscht konsumiert vorfinden. 4-Methyl-Ethyl-Katinon und Methylon sind zwei, ich sage mal, Ecstasy-ähnliche Substanzen, also die von der Wirkung her in Richtung Ecstasy und amphetaminartiger Wirkung gehen. Gut, und ein wichtiger Punkt ist auch noch, wo sich noch was in Zukunft tun könnte, und zwar bei den Halluzinogenen. Da möchte ich Ihnen kurz die NBOME-Reihe vorstellen. Also das ist eine chemische Klasse, das ist eine Weiterentwicklung von Amphetaminen im Grunde. Und zwar nicht Amphetamine, die aufputschend wirken oder nicht nur aufputschend wirken, sondern es ist eine Amphetaminklasse, die sehr stark halluzinogen wirkt. Da ist das Problematische, dass diese Substanzen in den meisten Fällen als LSD-Trips verkauft werden. Also das heißt, Leute, die LSD konsumieren, auch wissen, wie sie damit umgehen. Bei LSD weiß man, körperliche Überdosierung gibt es keine. Auf psychischer Ebene natürlich sehr wohl. Ja. Aber wenn jetzt Leute schon einmal LSD konsumiert haben und auch wissen, wie können sie ihren Konsum einschätzen, wo ist da so meine Spanne an Dosierung, bei denen könnte eben bei so einer Situation, wenn jetzt nicht LSD auf so einem Trip drauf ist, sondern so eine NBOME-Verbindung, könnten da sehr starke Komplikationen auftreten, bis hin zu Todesfällen im Grunde. Ja? Weil wir gesagt haben, es ist eine amphetaminartige Substanz, die stark halluzinogen wirkt. Also das heißt, die wirkt im Mikrogrammbereich, also in Fuzzi-Fuzzi-Dosierungen, ja? Und ist aber eben auch sehr stark antriebssteigernd, weil es eben aus der Klasse der Amphetamine kommt. Ja? Amphetamine führen zum Ansteigen der Herzfrequenz und zur allgemeinen Anregung des Körpers. Und wenn man da eine Überdosierung hat, kann es eben im Grunde zu Notfällen kommen durch diese Überdosierungen auf körperlicher Ebene. Grundsätzlich muss ich das jetzt überspringen. Wie schaut jetzt der reelle Drogenmarkt aus? Ich habe schon gesagt, Research Chemicals sind nicht so wahnsinnig verbreitet. Wie schaut es dann wirklich auf der Party aus? Sie sehen da die Drug-Checking-Ergebnisse des letzten Jahres von uns. Wir haben 944 Proben im 2014 analysiert. Wir haben die Einteilung in diesem Farbsystem, das Sie auch da sehen. Also das heißt, wir versuchen da auch nicht zu werten bei unseren Ergebnissen. Die weißen Ergebniszettel heißen einfach, es ist ein erwartetes Ergebnis in dieser Substanz, ist das drin, was ich mir erwartet habe, also eine Kokainprobe, wo nur Kokain drin wäre. Heißt jetzt nicht, das ist ungefährlich, ja? Das heißt nur, da ist das drin, was ich mir erwarten würde von dieser Substanz. Die gelben Zettel sind unerwartet, das heißt, da ist noch eine andere Substanz zusätzlich drin, die da nicht drin sein sollte. Klassiker wäre
eine Speedprobe. In einer Speedprobe sollte nur Amphetamin drinnen sein, aber die sind häufig gestreckt mit Koffeinpulver. Ist jetzt grundsätzlich nicht die große Tragödie, ja, oder wahnsinnig gefährlich, aber es ist nicht das, was man sich erwarten würde. Deswegen ein gelber Zettel und rot, wie könnte es anders sein, sind die Warnungen. Also das sind gesundheitlich besonders bedenkliche Substanzen oder Mischungen. Also auch wenn in einer Substanz oder in einem Pulver unterschiedlichste Substanzen mit einer Wirkung drinnen sind, kann man im Grunde das Risiko von Konsum von so einer Substanz einfach nicht abschätzen, weil man die Wechselwirkungen unter den Substanzen nicht kennt, nicht abschätzen kann und nicht weiß, was daraus entsteht. Jedenfalls gibt es bei unseren Analysen einen Shift in, also das wäre eine Ergebniswand vor ein paar Jahren, da sieht man relativ wenig erwartete Ergebnisse, einige unerwartete, viele Warnungen. Und mittlerweile geht es eher in diese Richtung, viel erwartete Inhaltsstoffe, ein paar unerwartete und auch ein paar Warnungen. Also der Großteil, muss man sagen, sind mittlerweile erwartete Inhaltsstoffe. Ich muss dazu sagen, das gilt natürlich für den Drogenmarkt in Wien. Ja, also grundsätzlich kann man das jetzt nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich, wir arbeiten in Wien und analysieren auch in Wien und das hat jetzt auch nicht den Wert, dass man das verallgemeinern kann auf ganz Österreich oder sowas in die Richtung. Sie sehen da auch die Aufstellung, welche Substanzen wir am häufigsten analysiert haben im letzten Jahr. Da ist ganz, ganz klar in Führung MDMA und Ecstasy. An zweiter Stelle Amphetamine, also Speed. Dritte Stelle Kokain, LSD. Ein paar Methamphetaminproben, also von den knappen 1000 waren 16 Methamphetaminproben. Neue psychoaktive Substanzen, 13 Stück. Und andere diverse Substanzen waren auch noch 111. Gut. Ich möchte da nur noch ganz kurz auf eine Entwicklung auch zu sprechen kommen, die auch für Leute, die in der Praxis arbeiten, vielleicht wertvoll sein könnte im Umgang mit Klienten und Klientinnen. Wir haben schon gehört, die Reinheit ist größer geworden, es ist mehr, also sind mehr reine Substanzen vorhanden, das betrifft vor allem MDMA oder Ecstasy. Also da merkt man das ganz, ganz extrem und zwar in der Ausprägung, vor ein paar Jahren gab es viele, viele Ecstasy-Pillen, die nicht die gewünschte Substanz MDMA, sondern ganz was anderes enthalten haben, wo die Pillen auch ein sehr schlechtes Image bekommen haben. Und mittlerweile gibt es, ich würde nicht sagen ausschließlich, aber einen sehr, sehr großen Anteil von Ecstasy-Pillen, die nur das enthalten, was enthalten sollen, aber in solchen Dosierungen, dass von daher schon wieder ein Risiko ausgeht. Ja. Jetzt sind zwar die Substanzen rein, aber extrem dosiert, dass sich daraus Notfälle ergeben können. Wenn man zum Beispiel diese Burger King Pille hernimmt mit 289 Milligramm in einer Pille, sind so kleine Pillen, muss man sich vorstellen, und die Faustregel ist, man sollte bei MDMA als Mann nicht mehr als 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht dosieren. Ab da kriegt es eine eigene Pharmakodynamik, wo der Konsum riskanter wird. Und da kann sich eh jeder für sich selber jetzt ausrechnen, was das für jeden bedeutet, wenn man eine Tablette mit 289 Milligramm konsumiert. Vor allem, wenn man sehr leicht ist. Ja. Gut. Zu einem Punkt noch, auch eine Entwicklung der letzten Jahre zu Kokainproben. Auch Kokain ist im Grunde ein bisschen reiner geworden, als es bisher war, aber man sieht da ganz gut, wirklich von Reinheit kann man beim Kokain nach wie vor nicht sprechen. Nur 12,5% der von uns analysierten Kokainproben waren nur Kokain. Die klassischen Mischungen schauen so aus, im letzten Jahr haben 76% der Kokainproben auch Levamisol enthalten. Das möchte ich dann noch kurz erwähnen, warum das riskant ist. Phenacetin ist ein klassisches Streckmittel, das ist eigentlich ein Schmerzmedikament, das seit den 80er Jahren nicht mehr zugelassen ist. Lokalanästhetika werden einfach da hineingemischt, weil grundsätzlich ja Kokain eine leicht lokal betäubende Wirkung hat. Und wenn man die Lokalanästhetika dazu mischt, soll das natürlich Stärke des Kokains symbolisieren. Das heißt, wenn die Leute mit der Fingerspitze auf der Zunge ein bisschen Kokain drauf tun und die betäubende Wirkung stellt sich ein, sollte die Vermutung suggeriert werden oder die Tatsache, dass das ein sehr starkes Kokain ist, aber in Wirklichkeit wirkender Lokalanästhetiker. Und Koffein ist auch noch ein Streckmittel, das immer wieder vorkommt. Aber ich möchte zum Levamisol. Das war ganz lange die Frage, warum das
dabei ist, weil es kein billiges Streckmittel, keine billige Strecksubstanz ist, sondern eben aus der Veterinärmedizin kommt und auch wirklich gekauft werden muss. Ja. Eben, da hat man ganz, ganz lange gerätselt. Ich sage auch dann, was die Vermutung ist, warum es hinzumischt. Zuerst möchte ich aber auf die negativen Wirkungen zu sprechen kommen. Und zwar kann es alle möglichen allergischen Reaktionen auslösen. Das kann das zentrale Nervensystem beeinträchtigen und es kann zu einer Veränderung des Blutbildes führen. Also das heißt zu einer Erscheinung, die eben Agranulozytose genannt wird. Das heißt, die weißen Blutkörperchen im Körper werden verringert und die weißen Blutkörperchen sind ja für die Immunabwehr im Körper zuständig. Das heißt, man kriegt sowas wie eine, ich sage mal, substanzinduzierte Immunschwäche im Grunde, was in weiterer Folge natürlich dann zu auch lebensbedrohlichen Infektionen führen kann. Und jetzt noch zur Auflösung, warum man es hinzumischt. Da gibt es eine Studie von unseren Chemikern, also ich bin da sehr stolz drauf, die herausgefunden haben, dass eben, sie haben nicht herausgefunden, dass diese Substanz, grundsätzlich ist man davon ausgegangen, die Substanz wirkt nicht. Ja. Dann gab es aber eine Studie an Pferden, nämlich, weil bei eben Pferde entwurmt wurden, Pferde, die im Rennsport tätig waren, unter Anführungszeichen. Diese Pferde mussten eine Dopingkontrolle abgeben und die waren auf Doping positiv. Und da ist man drauf gekommen, dass diese Pferde mit Levamisol entwurmt wurden. Und da ist man drauf gekommen, dass sich Levamisol im Körper umwandelt zu Aminorex. Und Aminorex ist eine amphetaminartige Substanz. Und das war schon bekannt. Und unsere Chemiker haben dazu eine Studie gemacht, ob man eben davon ausgehen kann, dass diese Wirkung auch bei Menschen so stattfindet. Und es hat sich gezeigt, ja, das ist tatsächlich so, dass eben die Vermutung nahe liegt, dass eben Kokain, dadurch, dass es nur relativ kurz wirkt, zuerst die Kokainwirkung sich entfaltet, während dieser Zeit Levamisol in Aminorex umgewandelt wird und dann diese stimulierende Aminorex-Wirkung zum Tragen kommt und somit die Wirkung vom Kokain verlängert wird. Das dürfte der Grund sein, warum das da drinnen ist, aber ich würde mal sagen, man sollte nicht unbedingt seine Gesundheit aufs Spiel setzen, um eine längere Wirkung zu haben, sondern eher vermeiden, Kokain mit Levamisol zu konsumieren. Gut, ich hätte noch einiges mitgehabt, aber ich glaube... Wenn man es in der Präsentation drinnen lässt, dann kann man es ja auch noch nicht. Genau, also grundsätzlich die Drogenmärkte sind noch da drinnen ganz kurz angeschnitten. Und das wird in der Präsentation drin bleiben und da können Sie selber nachlesen. Wenn es Fragen gibt, gerne bei mir melden. So, da. Vielen Dank.